Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Traps and Treasures. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und dieses Level ist tatsächlich auch fast zu Ende. Wir haben eigentlich alle Bereiche kennengelernt und hinter dieser Mauer befinden sich die letzten beiden Gefangenen eigentlich. Ihr seht, wir brauchen noch vier. Das ist das eigentliche Problem. Ich habe nochmal eben versucht durchzugucken und in Erfahrung zu bringen, welche beiden mir denn jetzt dann auch fehlen. Ich bin mir nur bei einem unsicher und die anderen, ja, da müssen wir vielleicht noch ein paar Punkte ablaufen, wo noch welche sein könnten. Aber eigentlich weiß ich nicht, wann ich die vergessen haben sollte, weil dann habe ich die irgendwie durch irgendwelche Speicherungen, Entschuldigung, durch irgendwelche Speicherungen, die ich vorgenommen habe, vergessen. Wie geht es erstmal hier rein? Ja. Ha, da, ha, da, ha. Okay. Sehr schön. Gehen wir mal rechts. Und? Ach, ja. So schnell. Ich wusste, dass hier die letzten sind, aber nicht, dass das so einfach ist. Okay. Das war der eine. Ich gehe raus. Okay. Und jetzt da. Scheiße, wird getroffen. Ach, das war gemein. Okay. Okay, dass das so simpel ist, ja, wusste ich jetzt auch nicht. Gut, das waren die. So, und jetzt gibt es eigentlich nur noch welche, die wir schon kennen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Den habe ich... bei dem einen Lagerraum... Also, einen gibt es hier, da bin ich mir... Also, eigentlich bin ich mir sicher, ich habe den geholt, aber... Anscheinend habe ich ihn nicht geholt. Passt mal auf. Es gibt diesen einen Raum. Wo war denn das? Ich glaube, hier oben. Ne, das ist die Schatzkammer. Die meinte ich jetzt nicht. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an diese Orte hin? Da muss ich mal ein bisschen schauen, wie wir da wieder hinkommen. War das hier? Da gibt es nur Shops, glaube ich, hier. Ne? Da gibt es Shops. Obwohl, Shops ist gar nicht so verkehrt. Hat der eventuell auch Nahrung für uns? Hat er. Ja, die nehmen wir doch mit, ne, wenn wir schon da sind. Ganz klar. Haben wir Geld genug. Wir könnten theoretisch sogar noch ein bisschen zocken, aber das lassen wir jetzt mal lieber. Gehen wir hier lang. Wo war denn das? Ach, hier ist ja schon der Ausgang dann, ne? Richtig. Da können wir jetzt noch nicht hin, weil, wie gesagt, uns fehlt noch was. Also merken, Alex, hier ist der Ausgang. Da war diese Mauer... Es gibt doch irgendwo diese eine Stelle. Ich glaube, da müssen wir... Ach, scheiße. Da müssen wir uns hochschießen lassen mit einem Trampolin. Das könnte hier vielleicht sein. Moment. Ja, suchen wir es mal hier ran. Kann man das hier vielleicht doch irgendwie schaffen? Nee, so nicht. Ja, aber den Raum meine ich tatsächlich. Genau. Da war erst einmal dieser Raum gefragt. Ne, das Buch. Das haben wir doch gar nicht eingesammelt. Dann haben wir den noch nicht geholt. Wir haben das nicht gemacht. Ich war mir so hundertprozentig sicher, dass wir das gemacht haben. Ja. Da hab ich, ja, durch die ganzen Speicherungen, die ich dann gemacht habe, habe ich das vergessen. Ja, den Boden zumachen. Dann haben wir den natürlich auch noch nicht geholt. Klar. Weil wir wissen ja, wenn wir jetzt hier lang gehen, dass da... Ah, erstmal... Ja, das auch noch. Einen grünen Schlüssel gibt es hier noch. Na toll. Das habe ich alles nicht gemacht. Ja. Da ist nämlich ein... Das gibt es ja wohl nicht. Den habe ich tatsächlich vergessen. Okay. Das war der eine, wo ich gesagt habe... Den könnte ich eventuell verplant haben. Das war tatsächlich so. So, und jetzt habe ich ein Problem, weil die anderen, die ich hier stehen habe, die habe ich meiner Meinung nach alle geholt. Ja. Aber anscheinend nicht. Dann gucken wir jetzt gleich mal. Ja, komm. Da wir jetzt eine gute Ausgangsposition haben, werde ich jetzt nochmal eine Speicherung vornehmen. Dann beginnt jetzt die Suche nach dem letzten Gefangenen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den schon mal hatten. Tja, nachdem ich das hier alles abgehakt habe, es kann ja fast nur noch... Also entweder der im Lagerraum sein, was aber auch total bescheuert wäre, wenn ich den vergessen habe. Oder es ist der ganz links in diesem Fallenraum. Das sagt euch jetzt auch nichts, ne? Ne, natürlich nicht. Ich gehe jetzt mit euch da einfach hin. Uah. Ja. Ja, hätte ich es nicht einsammeln sollen, ich Idiot. Okay. So, ja, nicht da, sondern ganz, ganz links, diese Falle mit diesen, wie nennen wir das jetzt? Ja, diese drehenden Walzen, falls ihr euch erinnert, ne? Ja, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. So, hier komme ich ja problemlos hoch. Kann ja eigentlich nur noch... Aber das habe ich doch geholt. Den da oben habe ich auch geholt. Das habe ich schon mal nachgeguckt. Aber dann ist es der hier. Aber den habe ich doch... Ich gucke jetzt nach. Vielleicht habe ich ihn noch nicht geholt.
Möglich. Dann bin ich sowas von verplant. Also wir haben ihn auf jeden Fall schon mal geholt. Vielleicht habe ich ihn jetzt einmal vergessen. Wir werden es sehen. Ich wäre froh, wenn ich ihn jetzt tatsächlich vergessen habe. Nein, den habe ich geholt. Dann können wir den Speicher nochmal laden, weil ich habe jetzt ja Energie gefressen. So, okay. Den haben wir geholt. Den kann ich definitiv abhaken. Und den ganz oben, den habe ich doch auch geholt. Wo habe ich denn jetzt noch einen vergessen, frage ich euch. Also ich bin die Orte gerade alle nochmal durchgegangen. Und ich war der Meinung, ich hätte die alle geholt, aber scheinbar nicht. So, dann, ja, gehen wir hier nochmal lang, ne? Bleib doch da dran, Mitch. So. Okay. Ja, da oben brauche ich nicht gucken. Aber da habe ich schon mal nachgeguckt. Es ist Schwachsinn, was ich jetzt mache, aber ich muss da jetzt einmal nachgucken. Da habe ich ja schon mal nachgeschaut. Und den habe ich geholt. Ja, war klar. So. Ah, der kommt gleich nochmal wieder. Und zwar den hier ganz hinten. Aber den habe ich doch. Ja, haben wir auch geholt. Okay. Dann kann ich den auch hundertprozentig abhaken. Und dann habe ich... das wäre jetzt auch witzig. Habe ich den im Lagerraum da einfach im Käfig hängen lassen? Oh Mann, ich würde mir das so zutrauen. Aber es bleibt wirklich bald keine großen Möglichkeiten mehr. Das ist das Problem. Der im Lagerraum, ja. Wie komme ich denn nochmal zum Lagerraum hin? Da ist so ein Zettel neben der Tür, da steht auch Lagerraum dran. Ah, das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Jetzt komme ich da oben nicht mehr hin, ne? Ach, komm. Mich macht es ja auch stutzig, dass ich doch eben... Ach ne, den grünen Schlüssel, den ich eingesammelt habe, der war ja... Ne, ist klar, der war ja schon für die... Ja, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Warte mal. Das da rechts war nicht der Lagerraum, ne? War das da rechts der Lagerraum? Ich glaube nicht. Das müssen wir leider nochmal eben suchen. War hier der Lagerraum? Ne, das ist nicht der Lagerraum. Okay. Wir werden das finden. So, mal kurz gucken, ob da... Nee, ich glaube, hier sind wir falsch. Da war ich ja eben gerade... Da oben? Nee, ne? Doch, das ist der Lagerraum. Stimmt. Hab ich den da ver... Ey, das wäre auch total krank. Lampe. Braucht die Lampe. Wir haben noch eine Lampe. Wenn es hier dunkel ist, dann habe ich ihn ja hier vergessen. Moment. Das gibt's nicht. Ich war noch gar nicht im Lagerraum drin. Ich war noch nicht im Lagerraum drin. Das ist unfassbar. Okay. Ich bin so ein bisschen überrascht von mir selbst, ganz ehrlich. So, probieren wir ein bisschen aufpassen hier. So. Aber da haben wir jetzt den letzten gefunden, der uns fehlt. Und dann muss ich gleich speichern, bevor wir den befreien. Weil ihr wisst ja, was dann passiert, ne? Genau, das ist schon mal wichtig. Ich komme ja nicht raus, danke. Ja, hier einmal den befreien. Da war noch eine Schatztruhe, ne? Ich glaube, da war noch eine Schatztruhe. Ja. Genau. Hier unten ist, glaube ich, tatsächlich nichts. Ich hatte das, glaube ich, immer zwischendurch nochmal in Erfahrung bringen wollen. Hab dann festgestellt, da ist nichts. Aber gut. Ah, den Schalter, den brauchen wir natürlich, ja. Und um nachher hier rauszukommen, muss ich auch hier das hochbauen. Das ist auch klar. Aber das reicht ja so. Ne, noch nicht ganz. Jetzt komme ich da hoch, ne? Ne, immer noch. Jetzt komme ich da hoch. So. Genau. Ja. So. So. Ich glaube, dass hier noch eine Schatztruhe war, ne? Oder? Oder war da keine?
Nee, da war da keine. Okay. Jetzt brauche ich eine Schachtel. So. Erstmal lese ich das Buch. Diese Barbaren stießen O'Brien. Ja, das war das Krokodilsgrubengedöns. So. Ja. Abspeichern und dann müssen wir nämlich ja gleich ganz schnell zum Ausgang rennen. Und dann lernen wir auf jeden Fall jetzt in diesem Part auf jeden Fall noch das nächste Level kennen. Ja, ich hab Laden gedrückt. Ach nee! Moment, wie kam ich jetzt zum... Ach, ich bin so ein Horst, ey. Ich habe aus Versehen gerade Laden gedrückt statt Speichern. Solange mir das nicht immer mal aus Versehen andersrum passiert, ne? Das könnte fatal werden. Da oben ist es doch. Nee, das ist es nicht. Moment, Entschuldigung. Muss weiter nach rechts. Ja. So. Das war die Mauer. Nee. Moment, jetzt bin ich wieder verwirrt. Wo war das Lager jetzt? Oh Gott, Alex. Ich bin schon wieder verwirrt. Ich weiß schon wieder nicht, wie ich zum Lager komme. Da, wo diese tropfenden... Ja, diese schnell tropfenden Augen waren. Ganz ruhig. Ja, ich muss weiter zum Anfang, ne? Ich glaube schon. Ja. Ja. So. So. Ganz ruhig bleiben, Leute. Kann sich nur um Stunden handeln. Also ich verspreche euch, ihr werdet in diesem Part noch das neue Level, das letzte Level vor allem sehen. So, rein da. Achso, ich muss die Lampe ausrüsten. So. Zack. So. Achso, jetzt brauche ich wieder einen Moment. Na. Na. Moment. Na. So. Okay. Na, ist gut. So. Ah, geht auch so. Man kann es auch kompliziert machen. So. Nochmal. Ich muss da ja dann hochkommen. So. Von hier aus komme ich raus. Okay, das klappt soweit. Moment. Ich möchte ganz gerne die Schatztruhe noch hier haben. Die. Den nehmen wir uns auch mit. Moment. War da nicht noch einer? Ich dachte, das wäre jetzt hier gewesen. Habe ich schon wieder vertan. Ist egal. So, dann drauf. Und selbst wenn ich jetzt hier eine Schatztruhe vergessen habe, ist das auch wurscht. Was mache ich hier? Das ist nicht so Sinn der Sache, was ich hier tue. So. So. Okay. Buch nehmen. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir gerade eben waren. Diesmal versuche ich jetzt zu speichern und nicht zu laden. Speichern. Bitte da. Ich glaube, das hat diesmal geklappt. Juhu. So. Also, Schalter betätigen, den Gefangenen befreien und dann ab zum Ausgang. Geschafft. Alle meine Männer sind befreit. Nun wird es aber ganz schnell schimmrenzlich. Philipp Hoop. Ja. Okay, nochmal. Ich dachte,
Der Text würde die Zeit anhalten. Tut aber nicht. So, was sagt der Kompass? Der Kompass sagt, wir müssen nach rechts. Wir haben nur 3 Minuten. Oh, ist nicht viel. Komm, dann hoch. Aber ich glaube, es ist nicht so weit weg tatsächlich. Da nicht rein, sagt er. Okay. Der Pfeil sagt immer noch nach rechts oben. Wir kriegen das hin, ne? Ja, wir kriegen das hin. Bin der Felsenfest von überzeugt. Pass auf. Okay. Da oben ist es. Na, da wäre es gewesen, ja. Ach, ich bin ein wenig nervös. Jetzt sagt er nach rechts, aber ich weiß, dass wir, glaube ich, richtig sind, weil da ist ja gleich eine Leiter. Da müssen wir hoch. Da geht es zum Ausgang. Ja. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil wir uns den Weg ja vorher nochmal merken wollten. So, hopp, 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 hopp. Ah, Leute, wir haben das Level gleich geschafft und lernen ein neues Level kennen. Es ist unfassbar, ne? Das letzte vor allem. Das letzte Level lernen wir gleich kennen. Hier ist der Ausgang. Ich dreh durch. Ah, Level 3 geschafft. Herrlich. Puh. Wir haben gute Energie und gutes Geld. Ach, hervorragend. So, Leute, das finale Level steht bevor. Wir sind in der großen Burg oder im Schloss, wie auch immer. Die Festung. Steile Klippen türmen sich vor dir auf. Bei deinem Versuch, die Felsen zu erklimmen, müssen schon unzählige ihr Leben gelassen haben. Es ist nun empfindlich kalt geworden und dunkle Wolken ziehen von Osten auf. Mit fester Entschlossenheit steigst du in die Wand ein. Gerade noch rechtzeitig, bevor der einsetzende Regen dir den Halt am Fels verwehrt. Erreichst du den Klippenrand und erblickst auch schon das alte Gemäuer der Piratenfestung. Mach dich bereit, Flynn! Das letzte Level. Und wir werden hier sofort abspeichern. Und machen wir es mal hier. So. Und jetzt genießen wir das Level. Puh. Hallo? Ah ja. Richtig schön Gewitter. Finde ich cool. 10 Gefangene gilt es zu befreien, wie ihr seht. Können wir ins Wasser? Ja. Mal gucken, ob hier was ist. Also ich kenne das Level natürlich gar nicht, ne? Brauche ich, glaube ich, nicht groß zu erwähnen. Okay, da ist nichts. Alles klar. Aber da fallen Kanonenkugeln von oben runter. Können die mich treffen? Weiß es nicht. Immerhin ist ja eine Goldmünze im Wasser. Ich werde erstmal unten lang schwimmen. Vielleicht ist hier noch was. Sieht so aus, als wäre das ein bisschen geheim. Okay. Okay, dann kommen wir vielleicht immer mal zurück oder so. Aber anscheinend ist da nichts, was wir groß erforschen könnten. Ja, ist klar. Penner. Wieso bist du so stark? Na gut, wir gucken uns erstmal hier Ruhe um. Da ist nichts. Okay, es sind auch schießende Piraten da oben. Okay, der ist erledigt. Da oben ist ein Schlüssel, den hätte ich gern, ja. Kann man hier rein? Nee, gut. Der Schloss wäre. Da kann man wahrscheinlich rein, ne? Da kann ich rein, okay. Ich gucke erstmal weiter. Okay, da ist eine Schatztruhe. Ach, und unsere lieben Freunde, die Fledermäuse, sind wieder da. Ist das nicht schön? Ja, hier wird ja bestimmt was versteckt sein, ne? Moment. Ja, ein Tor. So, was steht da drauf? Zum alten Glockenturm. Wir gucken mal. Ein Buch. 3x links und 3x rechts. Okay, aber noch nicht. 3x links und 3x rechts. Das kann ich mir vielleicht auch so merken. Dann haben wir aktuell nur einen Gang. Das ist der hier. Okay. Da brauchen wir einen gelben Schlüssel. Ich habe was getroffen. Okay. Ein Shop. Gucken wir da mal rein. Ich
glaube, Bomben könnten wieder hilfreich sein. Da wir so genug Geld haben, kaufen wir uns mal 6 Stück. Kann nicht so verkehrt sein, denke ich. Da oben ist eine Tür. Ich versuche hier gerade so ein bisschen Struktur reinzubringen, aber ob das klappt, weiß ich nicht. Da oben kann man auch hoch. Ah, da wird bestimmt was hinter sein. Ja, ist es auch. Okay. Wollen wir mal reingucken. Eine Spinne. Kann ich mit leben. Fledermäuse, ja, solange das alles recht simpel bleibt, hier geht das. Oha, der hält ganz schön was aus. Ich konnte nicht schießen, sorry. Es sind hier wieder so viele. Weiß nicht, kann man durch diese Fenster auch gehen? Ich versuche mal das unterste zuerst. Bin mir nicht sicher, ob das geht. Nein, also da zumindest nicht. Vielleicht kann man in manche rein. Das hier vielleicht? Das geht auch nicht. Okay, dann ist das schon mal eine Erleichterung. Da darf ich noch nicht lang. Alles klar. Ja, ist ja gut. Okay, hier kommen wir also auch noch nicht weiter. Dann gehen wir mal, ja, entweder noch rechts weiter. Da ist aber auch nicht viel. Ah, da, halt, halt, da ist ein Schalter. Moment, da müssen wir wahrscheinlich so tun. Ja, und dann kann ich da vielleicht mit den Kisten bauen. Warte mal. Ich weiß, wir können natürlich auch noch versuchen, rechts lang zu gehen. Aber, weiß nicht. Das sieht aus, als wäre das gewollt hier, ne? Ich überlege gerade, kommen wir mit 3 Kisten da noch? Ja, das sollte gerade... Jawohl. Ja doch, das müsste klappen. Oder wir finden noch irgendwo eine andere Kiste. Aber es müsste eigentlich hinhauen. Da noch einen drauf. Ja, das kommt hin. Okay, gut. Passt genau. Dann ist das auch so gewollt. So, hoch, hoch. Ich kann gerade... Er schießt halt nicht, wenn er direkt landet. So. Ich versuche immer noch bei den Fenstern da reinzugehen. Das Spiel ist manchmal ganz bescheuert. Da geht's bestimmt, das ist offen. Welch schöne Aussicht man hier genießt. Besonders hier, wo die Gitterstäbe fehlen. Okay, da kann ich tatsächlich rein. Trotzdem gehe ich erstmal hier lang und gucken, was hier noch so ist. Oh, ein Schatzkartenteil. Sehr schön. Ich hätte ganz gerne mal einen Schlüssel, wenn ich ehrlich bin. Wir haben einen Schlüssel. Sehr schön. Da kann ich auch noch rein. Fupala. Arschloch. Okay. Da ist aber nichts. Ich will doch, glaube ich, nicht da runterfallen. Ui, eine Schatzkammer. Und noch ein Kartenteil. Ist ja schon 2. Ob's ja, wahrscheinlich gibt es ja auch wieder 2 Kartenstücke, ne? Könnte ich mir schon vorstellen. Letztes Level. Okay. Aber noch ist es recht linear, ne? Ah. Ich muss dran denken, dass hier jetzt ja wieder Piraten rumlungern. Ist gar nicht so einfach. So, jetzt haben wir eigentlich momentan nur noch einen Weg und das ist der da oben. Beziehungsweise, ah, ich kann jetzt hier rein. Aber erstmal die, gehen wir erstmal in die Tür. Gehen wir erstmal in die Tür. Da ist links ein Shop. Du Penner! Ich wusste gar nicht, dass du Treppen hochgehen kannst. Okay, was zu essen wäre schön. Nein. Ich bin eigentlich mit meiner Waffe sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich behalte die. Ja gut, ist rechts vielleicht auch ein Shop? Oh. Kann ich da rein? Oh, ja, ein bisschen aufpassen, ist hier angesagt. Da brauche ich 2 rote Schlüssel, alles klar. Na gut, aber es ist, finde ich, tatsächlich gerade noch überschaubarer als das letzte Level. So, dann können wir jetzt nur noch hier hochgucken. Okay. Oh, da braucht man ein Seil. Haben wir ein Seil eingesammelt? Ich muss mal kurz mein Menü durchgucken. Nein, wir haben kein Seil. Ich glaube, dann will ich da lieber noch nicht lang, oder?
Aber andererseits können wir eine. Ich speichere mal eben ab. Ruhig dahin. Und ich versuche da mal runter zu segeln, aber wahrscheinlich bin ich dann tot, weil ich da nicht mehr rauskomme. Deswegen habe ich wieder, habe ich vorsichtshalber abgespeichert. Man weiß ja nie. So. Wir haben Schlüssel und kommen hier nicht mehr raus. Alles klar. Gut, wissen wir Bescheid. Also, noch nicht darunter springen. Das ist halt das Gute, ne? Also damals ging das halt nicht, sowas auszuprobieren. Also, ja, war klar, man konnte sowas ausprobieren, aber dann war man halt gefangen. Hatte der zufällig auch Suppe? Der hat Suppe, ja. Ja, wir haben genug Geld. Komm, wir nehmen das mal mit. So. Okay, wo kann ich denn jetzt noch lang, ist die große Frage. Da komme ich hier runter, da ist nichts. Da oben wäre noch ein Schalter, aber da komme ich ja auch nicht hin, ne? Da könnte ich durch über ein Fenster. Warte mal, seht ihr das da? Da könnte man über ein Fenster eventuell hinkommen. Habe ich vielleicht noch irgendwo ein Fenster übersehen, wo ich rein kann? Oh, mir fällt gerade was ein. Warte mal. Oh, das wäre ja natürlich wieder richtig mies, ne? Aber ich würde es dem Spiel so zutrauen. Vielleicht noch einen draufstellen? Das wäre so mies. Moment. Nein, okay, geht nicht. Aber oh, jetzt muss ich echt jedes, jetzt muss ich jedes Fenster ausprobieren, Leute. Es tut mir leid, aber das Spiel kann echt so ein Arschloch sein. Es ist leider so. Ich muss das so hart sagen. Noch einen. Ach so, ja, da komme ich. Ja, gut. Okay. Ja, da oben muss ich ja eigentlich auch nicht mehr hin, ne? Könnte schon sein, dass das so klappt. Noch eine Stufe höher komme ich, glaube ich, nicht. Mal gucken. Ja, ist okay. Da komme ich auch nicht rein. Ist hier noch ein Fenster, wo ich da eine Treppe bauen könnte? Da eventuell. Ja, ich weiß nicht. Ja, komm. Es ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen mühselig hier, ne? Und wahrscheinlich bringt es auch nichts. Das will ich nicht mal ausschließen, aber. Ich meine, das Fenster ist jetzt relativ nah zu dem anderen. Ich traue es dem Spiel einfach zu. Und da ich das jetzt schon ein paar Mal nachgucken musste, dass ich durch irgendwelche Fenster oder so gehen musste, kann ich mir das hier halt auch vorstellen. Das andere, das war halt offensichtlich, ja. Weil da halt ein Text daneben war. Aber auch die hier haben ja alle keine Gitterstäbe. Und von daher glaube ich schon, dass man da vielleicht irgendwie lang kann. Jetzt muss ich da noch einen drauflegen. Ja, von der Höhe sieht es halt nicht so aus, als würde es gehen, weil eigentlich die Kiste zu hoch ist. Aber ich probiere es trotzdem. Aber Moment mal, ich Idiot. Ich bin ja doof. Ich bin echt doof. Ich kann einfach. Ja. Oh Mann, manchmal, Alex, bist du ein Held. Ich kann einfach so machen. Oh Mann. Falltüre. Okay, kann ich hier raus? Kann ich nicht raus. Dann wissen wir aber vielleicht schon, welche Falltüre das war, ne? Moment. Moment. War das da oben, ne? Aha. Oh, da war auch noch was. Okay. Kann ich da drauf? Ja, aber bringt nichts. Da ist eine Tür, eine halboffene. Ah! Oh, ein Seil. Ah, das Seil. Ach, scheiße. Okay, zumindest kommen wir jetzt an den Schlüssel ran. Und dann können wir mal gucken, wo wir einen roten Schlüssel gebrauchen können. Bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Irgendwo können wir bestimmt einen gebrauchen. Ja, für die Spinnen ist die Waffe dann doch nicht so geil. Stelle ich gerade fest. So, ein bisschen aufpassen. Gut, dass du dich geduckt hast, Flynn. Das finde ich ganz toll von dir. Okay, aber wir haben einen roten Schlüssel. So, wo brauchen wir den roten Schlüssel? Da nicht. Hier brauchten wir einen roten, aber mehrere eigentlich.
Da brauchen wir auch einen gelben. Fledermaus. Tja. Ah, okay. Scheiße. Okay. Gut. Zumindest wissen wir jetzt, wo wir lang müssen. Ich hole mir jetzt also die Kisten und baue mich da zum Schalter hoch. Okay. Also hier rauf, genau. Ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Okay. Und da kann man... Ich wundere mich echt, dass man da nicht lang kann. Nee. Hoch muss ich. Ach. So. Genau, jetzt ist das hier... offen. Ach, ich kann von der Leiter ausschießen. Das ist mir noch gar nicht bewusst gewesen. Sehr cool. So.